kommen wir zu den passenden Trainingsformen. Die Trainingsform. Wir haben hier eine Grundform, das ist die erste Grundform, die wird immer wieder auftauchen in verschiedenen Optionen, in Rundläufen, mit Torabschluss. Da kann man viele Variationen finden und da können Sie sicherlich zu Hause auch noch viele weitere Variationen entwickeln. Mir ist es wichtig, anhand dieser ersten Trainingsform ein paar Prinzipien zu verstehen und ein paar Prinzipien auch aufzuzeigen. Gucken wir uns erstmal den Aufbau an. Wir haben drei Spieler, A, B und C, die ungefähr 30 Meter, man kann das auch variieren, möchte ich längere Pässe haben, kürzere Pässe haben, möchte ich längere Laufwege haben, konditionelle Aspekte, dann kann ich das Feld bzw. die Abstände natürlich auch noch größer oder kleiner wählen. Ich habe jetzt hier 30 Meter genommen. Dann stellt man zwei Dummies auf, möglichst spielnah, nicht nur ein Hütchen, sondern wirklich einen großen Dummy, auf den zugedribbelt werden kann. Und dann werden verschiedene Kombinationen durchgespielt. Der Spieler in der Mitte würde in dieser Variation in der Mitte bleiben. Man könnte ihn auswechseln nach 2, 3 Minuten, nach 5, 6 Aktionen, je nachdem, wie man da konditionell plant, je nachdem, wie man das einbauen möchte. Wichtig ist dabei, und da möchte ich auch gleich zur Animation kommen, so wie es hier steht, technisches Detailcoaching, aber auch das Timing beachten. Da kommen wir gleich zu. Gucken wir uns die passende Animation an. Ich lasse die erstmal einmal laufen und werde dann im zweiten Durchlauf ein paar Sachen dazu erklären. Also, der erste Spieler wird immer andribbeln. Andribbeln ist immer der Start. Der zentrale Spieler, eben in der Abbildung war es Spieler B, löst sich aus der zentralen Position raus, wird angespielt. Mit diesem Rauslösen, mit der Annahme, löst sich auch der Spieler C oben heraus und wird dann im weiteren Verlauf angespielt. Dann wird die Grundsituation wieder hergestellt. Hier einmal ganz kurz Stopp. Ich habe hier einen Gegenspieler eingefügt, der in der Übung eben nicht dabei war, der aber aufzeigen soll, worum es im Spielkontext gleich geht. Deswegen nicht wundern, dass da jetzt auf einmal ein Gegenspieler ist. Ist natürlich auch eine Variationsmöglichkeit für die Praxis, soll hier aber nur gewisse Kontexte aufzeigen. Auch hier wieder genau das gleiche Prinzip, andribbeln, er löst sich raus und hier ein dritter Durchlauf, genau das gleiche, die Pfeile und die Kreise erkläre ich gleich im zweiten Durchlauf. In diesem Fall ist der Gegenspieler eng dran und dann suchen wir eine andere Lösung. Gut, gucken wir uns die Animation, wie gesagt, nochmal zu Beginn an. Hier gleich Stopp. Mit dem Dribbling, und da sind wir beim Thema Timing, mit dem Dribbling muss die Lösung vom Zehner zum Beispiel, in diesem Fall Spieler B, stattfinden. Er muss sich rauslösen, kurz, kraftvoll, schnell in eine halboffene, vielleicht sogar offene Stellung kommen. Der Spieler hier, wenn er weiß, er möchte das Spiel nach rechts fortsetzen, kann gleich mit dem linken Fuß andribbeln, hat den Vorteil, dass er den Ball sauber mit links dann auch in den Lauf vom zweiten Spieler spielen kann. Das ist hiermit demonstriert. Also andribbeln und während des Andribbelns kommt er raus. Jetzt wird der Ball, wie eben gerade gesagt, mit links optimalerweise gespielt. Und optimalerweise wird er auch in den rechten Fuß des Mitspielers hier gespielt. Das hat den Vorteil, dass der rechte Fuß den Ball annimmt und dann der Ball im Normalfall kurz vor dem anderen Standbein, vor dem eben genannten Standbein liegt und dann gleich weitergespielt werden kann mit links. Das heißt, mit einem guten, schnellen Zweikontaktspiel gespielt werden kann. Hat auch den Vorteil, dass man daraus andribbeln könnte im Spiel. Hat auch den Vorteil, dass man daraus aus der Situation den Ball wieder zurückziehen kann. Das heißt, den Ball nicht zu weit vorlegen, aber auch nicht zu eng, nicht totstoppen, nicht, dass er eng am Fuß liegt, weil dann würde man auch nicht in die nächste Aktion kommen. Das heißt, hier passiert jetzt der Pass. Wichtig ist auch, wir haben das ein paar Sekunden vorher gesehen, er löst sich raus und bevor er zum Stehen kommt, beziehungsweise mit dem Stehen kommen, wird der Ball auch gespielt. Das heißt, er bekommt den Ball nicht erst, wenn er da schon 5 Minuten steht und der Gegenspieler schon wieder dahin geschoben ist, sondern wieder Dimension denken, Timing denken. Der Ball muss ankommen, wenn er sich rausgelöst hat, damit der Gegenspieler nicht gleich wieder eingreifen kann. Der Ball wird mit rechts angenommen, ist hier auch angedeutet, und wird dann mit links weitergespielt. Auch hier wieder aufs Timing achten, mit der Aufdrehaktion, mit dem Klarwerden für den Spielkontext, dass wir in die Tiefe spielen, löst sich auch der obere Spieler schon aus seiner Position und macht eine kurze Aktion und wird angespielt. Wir hatten vorhin die Dimension angesprochen, wo es um Coaching geht, wo es auch darum geht, sich selbst zu orientieren. Und das ist jetzt hier in dem zweiten Durchlauf dargestellt. Das heißt, der Ball ist oben, der zweite Durchlauf und da kommt jetzt der Gegenspieler ins Spiel. Wieder, der obere Spieler dribbelt an und jetzt ist dieser Spieler in der Pflicht, während der Laufbewegung, während der Freilaufbewegung, sich kurz zu orientieren.
kurz über die Schulter zu schauen und das soll dieser Gegenspieler einmal demonstrieren. In diesem Fall ist der Gegenspieler relativ weit weg. Er kann gleich in einer halboffenen Position, vielleicht sogar offenen Position, den Ball dann weiterleiten. Wir gucken uns das noch einmal an. Das heißt, er orientiert sich jetzt, das soll dargestellt werden, dreht auf, wird angespielt, der blaue Spieler kommt dazu, übt leichten Druck aus, sodass der Ball in diesem Fall direkt gespielt werden muss. Was wir eben auch gesehen haben, wenn der Gegenspieler leicht Druck drauf gibt, muss auch hier dieser Spieler A sich wieder früh genug lösen, damit der Passweg auch offen ist, damit wir da auch rausspielen können. So viel zum Thema Vororientierung. Kurzer Blick über die Schulter. In diesem zweiten Beispiel orientiert sich wieder der Spieler B. Allerdings ist jetzt der Gegenspieler sehr nah dran. Was heißt das? Wir haben vorhin gelernt, dass man dann den Ball im Optimalfall klatschen lässt. Auch das kann ich in dieser Trainingsform kurz abbilden. Das heißt, der Ball wird, so wie hier angedeutet, kurz klatschen gelassen. Jetzt weiß ich auch, wenn der Gegenspieler sich rauslösen lässt und einen Mitspieler von mir verfolgt, dass der Passweg in die Tiefe sich dadurch öffnet. Und das ist in der Folge angedeutet. Das heißt, der Ball wird gespielt. Spieler A löst sich wieder zurück, damit er auch klar angespielt werden kann. Vielleicht hat er auch einen Gegenspieler, hat ja auch jemanden hier angedribbelt. Also er löst sich kurz zurück. Vielleicht eine Bewegung eines Innenverteidigers, sich kurz wieder abzusetzen. Bekommt dort den Ball. Und jetzt ist klar, der Passweg in die Tiefe ist offen. Das heißt jetzt aber auch, dass der Neuner, Spielkontext, sich auch wieder früh genug löst, um dann hier angespielt werden zu können. Das heißt, der Ball wird jetzt direkt klatschen gelassen. Auch da vielleicht nochmal ein kleines Detail zu. Wenn ich schon sehe, als Spieler A, dass mein Gegenspieler hier unter Druck gerät, dann spiele ich ihn vielleicht in diesem Fall auch in den linken Fuß an, also in den gegnerfernen Fuß an, sodass er weniger unter Druck gerät, immer noch seinen Körper zwischen Ball und Gegner hat und den Ball sicher zurückspielen kann. Das heißt, der Ball wird da reingespielt, wird rausgespielt und jetzt haben wir die Situation, dass wir dann direkt bzw. so schnell wie möglich den Ball in die Tiefe tragen können.